als Hacker oder Hackerin jemanden bezeichnen, der oder die gerne mit in einem kreativen Weg mit Technologie umgeht, gerne Dinge auseinandernimmt, sich anschaut, wie es funktioniert, es zerlegt und vielleicht anders zusammenbaut, als es vorher war. In vielerlei Hinsicht, dass sie erstens einmal bekannt ist, dass sie aktiv im politischen Bereich ist und dass sie über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, mit dem CCC seit 1981 als Verein aktiv ist. Und das verglichen zum Beispiel mit dem amerikanischen Hackertum auch sehr viel kritische Stimmen gegenüber staatlichen Akteuren vorhanden ist und die Zusammenarbeit nicht so gerne gesehen wird. In Deutschland vor allem eben der CCC, der hat das konstant immer positiv konnotiert und der hat auch versucht, das nie in das Negative abrutschen zu lassen. Das hängt mit der Hackerethik zusammen, die im CCC recht hochgehalten wird. International hängt es damit zusammen, dass man eingesehen hat, dass man ohne diese Gruppe nicht agieren kann. Mit Internet of Things, also Industrie 4.0, sieht man einfach, dass mehr und mehr Technologie verwendet wird und die Leute brauchen, die mit dem umgehen können. Und da hat auch die Industrie reagiert und jetzt spricht man von ethischen Hackern, von Sicherheitsforscherinnen. Also Hacktivismus würde ich bezeichnen als politisch motiviertes Hacken. Nicht alles, was man hackt, muss politisch konnotiert sein, kann aber. Ich gebe ein Beispiel. Ich kann meine Waschmaschine hacken, weil ich gerne die Erwartung habe, dass sie jetzt Kaffee macht. Ich kann sie aber auch hacken, weil ich zum Beispiel, ich sage nicht, dass man das machen muss, bei Siemens ein politisches Zeichen setzen möchte. Also es muss eine politische, eine ideologische Konnotation bei dem Hack dabei sein und man muss das dann auch öffentlich machen, dass es so der Fall wäre.